Wir packen heute mal eine Nintendo Switch aus in der OLED-Version. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das hier ist die Nintendo Switch mit Tabletop-Mode, mit TV-Mode, mit Handheld-Mode. Von allen Seiten. 7-Inch OLED-Screen, 64 GB System-Memory, Dock with LAN-Port und so weiter und so fort. Wir halten uns nicht länger mit den Details auf und öffnen die Verpackung. Irgendwo habe ich schon mal was gefunden gehabt, wo man die Verpackung relativ einfach aufkriegt. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Hier sind jetzt die verschiedenen Einzelteile, die wir mal auspacken werden. Das hier ist, denke ich, das Dock. Mal schauen, wie das genau funktioniert. Ich hoffe, das geht auch mit WLAN. Ich habe gelesen, da ist ein WLAN, also ein LAN-Port ist da dran. Und der ist da auch dran. Hier ist USB. Ich hoffe wirklich, ihr könnt das sehen. Jo, Nintendo. Keine Ahnung. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Stelle ich erstmal zur Seite. Dann haben wir hier Netzteil. Das sieht so aus. Das ist das Netzteil. Das holen wir auch direkt mal raus aus der Verpackung. Und das Dings machen wir auch weg hier, den Kabelbinder, falls man das so nennen kann in dem Zusammenhang. Das ist der Kabelbinder. So sieht das Netzteil aus. Dann haben wir verschiedene andere Elemente. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Das kriege ich gleich bestimmt noch raus. Wir haben einen Joy-Pad-Holder, wie auch immer man das nennt. Kommen wir auch gleich noch zu. Dann haben wir hier ein HDMI-Kabel für den Eingang in den Fernseher. Das brauchen wir auch gleich. Deswegen packe ich das auch schon mal aus. Das hat hier auch noch so einen Kabelbinder dran, den ich entferne. HDMI-Kabel. Dann kommen hier die Joy-Cons. Ich glaube, die heißen so. Einer in Rot. Gebrauchsanweisung, ganz wichtig. Einer in Blau, der liegt hier hinten. Und dann die eigentliche Switch. Die sieht so aus, ist relativ kompakt. Man kriegt die kaum raus aus dem Plastik. Jetzt habe ich es geschafft. So sieht die Switch aus. Und Power On, Lautstärke-Tasten. Wir gucken, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt einfach mal das HDMI-Kabel angesteckt an den Fernseher und das Power-Kabel an die Switch. Und jetzt soll ich hier die Seitentasten anbringen. Weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aha, Switch. Anscheinend kann man das im laufenden Betrieb machen. Macht das gerade noch mit der anderen Seite. Es gab gerade so ein Geräusch. Dass das wohl anscheinend funktioniert hat. Ja, sieht gut aus. Und jetzt höre ich auch was. So, dann kann ich erstmal einstellen, welche Sprache ich möchte. Die Region, wichtige Informationen. Dann wird als nächstes das Netzwerk gesucht. So, jetzt hat es endlich geklappt mit dem WLAN-Passwort. Und als nächstes werden wir
nach der Regionseinstellung gefragt, beziehungsweise in welcher Zeitzone wir uns befinden. Und dann werden wir gefragt, ob wir das Gerät an einem Fernseher anschließen möchten. Und ich klicke mal auf Ja. Und jetzt soll ich die Controller entfernen, dafür den rückwärtigen Entriegelungsknopf drücken. Ich nehme an, das ist der kleine. Genau, und dann kann ich die einfach rausziehen, wähle mit Hilfe des linken Sticks weiter aus und drücke auf den rechten Controller. Nutze den rückwärtigen Aufsteller, um die Konsole hinzustellen. Also, hier hinten haben wir eben den rückwärtigen Aufsteller, den können wir ausklappen. Dann können wir die Konsole hinstellen und dann klicke ich mit dem rechten Controller, der jetzt nicht mehr am Gerät ist, auf Weiter. Verbindung mit einem Fernsehgerät. Dazu brauchst du die Nintendo Switch Station, das HDMI-Kabel, das Switch-Netzteil. Okay, weiter. Klappe die Rückseitenabdeckung der Station auf und stecke die Kabel wie dargestellt ein. Also, wir entfernen das Netzteil und wir stecken das HDMI-Kabel ein, und zwar hier, nachdem wir den Deckel entfernt haben. Beginnen wir mit dem HDMI-Kabel, mit dem USB-C-Kabel bzw. dem Stromversorgungskabel. Das kommt hier rein. Dann brauchen wir als nächstes das HDMI-Kabel. Das hängt hier hinten rum. Das kommt da rein. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Genau, das steckt. Und das war's. Ein LAN-Kabel brauche ich nicht zwingend. Dann stelle ich das Ganze mal hin und klicke auf Weiter. Also die Startanleitung finden wir auf dem Karton, und zwar hier oben drauf. Und dann machen wir die Konsole an und alles andere wird uns dann von der Konsole selbst erklärt. Wir klicken per A auf dem rechten Joy-Con auf Weiter. Schließe alles wie unten angezeigt an. Stelle sicher, dass der TV-Eingang korrekt ist. Verbindung mit dem Fernseher. Schalte das Fernsehgerät ein. Das habe ich gemacht. Auf HDMI 2 ist das Gerät unbekannt. Meldet mein Fernseher. Wir klicken auf Weiter. Kurz nach dem Anschluss der Konsole an die Nintendo Switch sollte auf dem Fernsehgerät ein Bild zu sehen sein. Klappe den Aufsteller ein, stecke die Switch in den Aufsteller. Okay. Kurz danach sollte ein Bild auf dem Fernsehgerät angezeigt werden. Wir klappen das Ganze ein, schieben das Ganze in die Switch, und zwar so rum, wenn ich das richtig interpretiere. So, und jetzt habe ich folgendes Bild auf dem Fernseher. Das hat funktioniert. Die Switch steckt in ihrer Konsole. Und jetzt kann ich hier auswählen, ob das Bild angezeigt wird oder nicht. Bild wird angezeigt. Und jetzt wird ein neuer Benutzer der Konsole hinzugefügt. Ja, und jetzt erstelle ich mir mal einen neuen Benutzer-Account und dann geht's hier weiter. Ach, waren das noch Zeiten, als es noch gedruckte Bedienungsanleitungen gab. Das, was ich irrtümlich für die Bedienungsanleitung gehalten habe, das waren eben nur so Sicherheitshinweise, Garantiehinweise etc. Die Anleitung für das erste Mal aufbauen befindet sich tatsächlich außen auf der Kartonverpackung, und dann erklärt euch die Switch selber, was ihr tun müsst. Hab euch das ja schon gezeigt, und inzwischen habe ich auch das Teil aufgebaut, komme einigermaßen damit zurecht, und deswegen wollen wir noch mal kurz auf ein paar Details eingehen. Das ist der Controller, wenn er zusammengebaut ist. Meine Switch steckt gerade in der Station. Wir haben links einen Steuerknüppel, rechts haben wir einen Steuerknüppel, dann haben wir hier hoch, runter, links, rechts als mechanische Tasten. Wir haben hier einen Aufnahmebutton für Gameplay und Screenshots. Das wird dann in unserer Switch-Galerie gespeichert. Wir haben oben einen Minus-Button, einen Plus-Button. Wir haben dann noch Schulter-Buttons, je zwei, rechts und links, oben und unten. Dann hier die
üblichen A, B, Y, X Buttons und ganz rechts unten das Home-Menü. Wenn wir da draufklicken, kommen wir jederzeit aus irgendeinem Spiel wieder zurück ins Home-Menü. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Controller, die ja wireless sind, dass die zum Laden in die Switch hinein müssen. So laden die natürlich nicht. Zum Synchronisieren müssen die übrigens auch in die Switch. Das muss man, glaube ich, nur einmal machen. Dann sind die synchronisiert. Ansonsten funktioniert das alles ganz gut. Wir schauen uns jetzt mal das Home-Menü der Switch an. Und wenn wir hier, wie gesagt, draufdrücken, dann erwacht die Switch auch aus dem Standby-Modus. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Menü der Switch mit Hilfe eines Stativs. So sieht es aus, wenn ihr die Switch aus dem Schlaf holt. Dann mit A klickt ihr auf Fortfahren. Und jetzt erkläre ich euch kurz die Oberfläche. Die ist relativ simpel aufgebaut. Oben links ist das Profilbild. Oben rechts ist die Uhrzeit, die WLAN-Verbindung und der Akkuzustand angezeigt. Dann geht's weiter. Darunter finden wir die Spiele, die wir zuletzt gespielt haben. In meinem Fall sind das jetzt Zelda F-Zero 99 und auch das Super Nintendo System habe ich mir heruntergeladen. Da sage ich gleich nochmal was dazu. Und unten, eine Etage weiter unten, finden wir dann das Hauptmenü. Ganz rechts den Standby-Modus. Da können wir die Switch schlafen legen. Links daneben finden wir die Systemeinstellungen. Da gibt es den Flugzeugmodus, der übrigens nur funktioniert, wenn wir die Switch mobil betreiben. Wir können die Bildschirmhelligkeit einstellen, aber auch nur, wenn die Konsole nicht mit dem Fernsehgerät verbunden ist. Bluetooth Audio, wir können da irgendwelche Boxen wohl auch koppeln, so wie ich das verstehe, oder Kopfhörer. Dann gibt es eine Bildschirmsperre. Es gibt Altersbeschränkungen, die wir hier einstellen können, wenn wir die Konsole unserer Kinder konfigurieren wollen. Dann gibt es hier die Internet-Einstellungen inklusive Verbindungstest, die Datenverwaltung, wird der Systemspeicher angezeigt und es wird auch angezeigt, dass man offensichtlich noch eine Micro-SD-Karte einstecken kann. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wo man das macht, aber das würde ich dann schon noch herausfinden. Wenn es soweit ist, könnte man vorstellen, dass das auch eine spezielle sein muss. Eine von Nintendo verkaufte, ich weiß es nicht genau, vor allem muss sie wahrscheinlich schnell sein. Archivierung, archiviere die ausgewählte Software, um Speicherplatz zu schaffen. Dann haben wir den Bereich Software. Hier können wir die Software einsehen, die auf unserer Switch gespeichert ist. Speicherdaten Cloud, Speicherdaten übertragen etc. Nutzer. Hier können wir zusätzliche Nutzer hinzufügen oder unser Profil verfeinern, nehme ich an. Dann können wir einen Mi erstellen mit verschiedenen Gesichts- und Körperelementen. Der Mi kann dann in kompatibler Software verwendet werden, zum Beispiel auch auf Smartphone-Apps bzw. in Smartphone-Apps. Amiibo, das sind glaube ich so Figuren für Nintendo, die man zusätzlich kaufen kann. Dann kann man hier das Design verändern und kann zwischen weiß und schwarz umschalten. Es gibt Mitteilungen, die wir hier konfigurieren können, also zum Beispiel Einstellungen zu Freundesmitteilungen, Benachrichtigungseinstellungen für Platinpunkte etc., Alarmmitteilungseinstellungen, Einstellungen, Benachrichtigungston für Mitteilungen ein oder aus. Wir können den automatischen Standby-Modus konfigurieren. Wir können Controller und Sensoren einstellen bzw. die Knopfbelegung verändern. Die Vibration können wir konfigurieren. Wir können Pro-Controller anschließen per Kabel, soweit ich weiß. Wir können Controller aktualisieren. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Alle Controller sind auf dem neuesten Stand. Aha, die haben eigene Software offensichtlich. TV-Wiedergabe, hier können wir Bildschirmauflösung, RGB-Spektrum und Bildschirmgröße anpassen, Bildschirmschoner etc. Und zu guter Letzt haben wir ganz unten noch den Bereich Konsole. Hier können wir System-Updates vornehmen. Das ist bestimmt sinnvoll, das am Anfang erstmal zu machen. Meine Konsole ist auf dem neuesten Stand. Wir können die Station selber aktualisieren. Wir können den Spitznamen der Konsole verändern, Region, Datum und Uhrzeit zum Einstellen. Das waren die Systemeinstellungen. Hier sind die Controller-Einstellungen. Da kommen wir im Grunde nochmal in ein ähnliches Menü wie gerade eben. Wie gesagt, das Synchronisieren neuer Controller klappt ausschließlich, wenn die Controller mit der Switch verbunden sind. Hier haben wir unser Album. Es wurden aber leider noch keine Screenshots oder Videos gespeichert. Wir können das aber machen mit der Taste, die ich euch vorher gezeigt habe. Drückst du den Knopf kurz, wird ein Screenshot erstellt. Hältst du den Knopf gedrückt, wird ein Video der letzten 30 Sekunden
Sekunden aufgenommen. Die Screenshots und Videos können danach in sozialen Netzwerken gepostet werden. Das ist unser Album. Dann haben wir den Nintendo eShop. Da müssen wir erstmal einen Nutzer auswählen und dann öffnet sich hier das Menü. Hier können wir verschiedene Titel entdecken. Ich glaube, wir können die zum Teil auch kaufen, müssen dann aber natürlich entsprechend Zahlungseinstellungen und so weiter konfigurieren. Wenn wir nach rechts klicken, kommen wir ins Detailmenü, zurück nach links, wieder ins Hauptmenü, suchen, entdecken, aktuelle Veröffentlichungen, jetzt im Angebot, Charts bald erhältlich, Nintendo Switch Online. Hier können wir unsere Mitgliedschaft ansehen oder ändern. Ich habe aktuell gerade eine Probewoche. Was das alles genau bringt, das habe ich auch noch nicht so genau rausgefunden. Ich glaube, wir schauen uns das gleich nochmal auf dem Desktop an, auf der Nintendo-Webseite. Das ist also der eShop, wo wir Spiele kaufen können. Links davon finden wir Neuigkeiten, so eine Art Blog-Einträge, würde ich behaupten. Und dann gibt es hier noch die Funktion Switch Online. Also nochmal die Funktion Switch Online ganz links. Hier können wir Online-Spiele starten, soweit ich weiß, aber eben nur mit einer Mitgliedschaft. Wir können hier verschiedene Systeme runterladen, eben zum Beispiel das Nintendo Entertainment System, uralt Super Nintendo Game Boy, Nintendo 64 Game Boy Advance. Und das ist dann das Grundgerüst, sozusagen der Emulator für die alten Spiele. Und wenn wir uns das runtergeladen haben, dann können wir darauf auch zugreifen. Ich habe jetzt beispielsweise mal das Super Nintendo Entertainment System heruntergeladen. Software wird jetzt gestartet. Und hier haben wir jetzt Zugriff auf verschiedene Spiele, wie zum Beispiel Super Mario Kart, eben aus dieser Super Nintendo Ära, F-Zero, Super Mario World und so weiter und so fort. Sämtliche Donkey Kong Teile etc. Jetzt gehen wir da wieder raus. Mit X können wir den jeweils aktiven Titel schließen. Das sollten wir übrigens machen, bevor wir zum Beispiel ein Spiel einlegen oder entfernen. Das ist also Nintendo Switch Online. Wie gesagt, was es da für Abo-Stufen gibt und was die einzelnen Abo-Stufen machen, das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden. Das Ganze stellt uns aber auch eine Speicherdaten-Cloud zur Verfügung, exklusive Angebote für Mitglieder, Missionen und Belohnungen. Das alles hier ist relativ behäbig. Spiele nur für Mitglieder ist F-Zero 99, das gucken wir uns demnächst auch nochmal an. Ja, das ganze System ist recht behäbig und langsam und man muss sich da so ein bisschen reinfinden in die Bedienung. Ja, und hier gibt es jetzt verschiedene Spiele, die wir online spielen können. Und online spielen können wir, glaube ich, auch nur mit einem Abonnement. Wir eruieren das gleich nochmal etwas genauer. So, kommen wir langsam zum Ende. Das hier ist die Webseite von Nintendo Switch Online. Grundsätzlich ist das ein kostenpflichtiger Dienst. Nintendo nennt die Vorteile hier so etwas versteckt. Muss man sich schon genau durchlesen. Das hier ist die etwas teurere Variante. Nintendo Online Plus Erweiterungspaket. Das Erweiterungspaket bewirkt, dass wir auch auf Nintendo 64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive Spiele zugreifen können. Außerdem haben wir ein paar Extra-Strecken in Mario Kart 8 Deluxe und irgendwelche Animal Crossing Features etc. Das wird hier nochmal genauer erklärt. Das ist das Add-on sozusagen, die teurere Mitgliedschaft und dann gibt es eben noch die normale Mitgliedschaft. Nintendo Switch Online, das ist die günstigere Variante. Nintendo Switch Online bietet Online-Spiel über Internet gegen andere Spieler. Darüber hinaus wird Zugriff auf die Speicherdaten-Cloud geboten und der Zugriff auf eine Reihe von Nintendo Entertainment System-Spielen, Super NES-Spielen und Gameboy-Spiele-Klassikern und mehr. Das ist Nintendo Switch Online. Hier wird das nochmal genauer ausgeführt. Exklusive Spiele sind im Moment Tetris 99 und F-Zero 99. Das möchte ich mir auch nochmal anschauen. Dann gibt es Probespiele, die verfügbar sind. Switch Game Coupons. Mit jedem Game Coupon erhält man 2 Spiele zum reduzierten Preis. Bonusinhalte im Spiel, Missionen und Belohnungen. Lest euch das selber durch. Stellt sich noch die Frage, was kostet der Spaß? Ein Monat 3,99, die ganz normale Variante. Bei 3 Monaten wird das schon deutlich günstiger und bei 12 Monaten zahlt man dann nur noch knapp 20 Euro. Und das Erweiterungspaket kostet ebenfalls für ein Jahr das Doppelte, nämlich knapp
40 Euro. So, also die Preise rund um Nintendo Online. Und das war meine Präsentation, mein Auspackerlebnis der Switch. Mal gucken, wann die Switch 2 rauskommt. Ich weiß, ich bin spät dran mit meiner Switch, aber ich habe da noch eine Menge Spiele vor mir, die ich spielen möchte. Und deswegen habe ich da jetzt zugeschlagen, da die kürzlich auch deutlich reduziert war bei mir im Mediamarkt. Was haltet ihr von der Nintendo Switch? Was habt ihr für eine Online-Konfiguration abgeschlossen? Benutzt ihr das überhaupt? Hinterlasst mir einfach mal einen Kommentar zum Thema Nintendo Switch. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.